Bei uns ist Professor Dr. Dieter Timmermann. Er ist Präsident des Deutschen Studentenwerks und war bis 2004 Vorsitzender der Expertenkommission Finanzierung lebenslanges Lernen. Sie haben gerade eben in einem Vortrag über das lebenslange Lernen und dessen Kosten gesprochen. Was kostet lebenslanges Lernen und wie sieht die Finanzierung momentan aus? Also wenn wir alles zusammenzählen, dann geben alle Bürger, Unternehmen, öffentliche Hände, die in Deutschland sich dort engagieren, etwa 1,3 Milliarden im Jahr aus. Das ist nicht viel. Andere Länder tun relativ mehr und das ist auch nur knapp 1,3% des Bruttoinlandsprodukts. In Deutschland wird ja lebenslanges Lernen auch politisch propagiert. Warum leisten wir uns nicht mehr Ausgaben dafür, um das voranzubringen? Das frage ich mich auch. Ich beobachte ja schon seit vielen Jahren, dass ständig über Bildung geredet wird. 2009, glaube ich, in Dresden wurde die Bildungsrepublik ausgerufen. Die steht nach wie vor auf dem Papier. Das lebenslange Lernen wird in den letzten Jahren immer stärker diskutiert. Die Kommission hat es gegeben, 2001 bis 2004. Es ist aber nichts passiert, wenn Sie ehrlich sind und hingucken. Insofern ist es viel Sonntagsgerede, wenig tun und das in meinen Augen ein wachsendes Problem, weil wir eigentlich mehr tun müssten. Sie haben eine sehr zersplitterte Finanzierungswelt aufgezeigt, die auch Lücken aufweist für verschiedene Abschnitte des Lernens im Leben. Und Sie haben auf ein schwedisches Modell hingewiesen, wo es ganz anders läuft, wo auch lebenslanges Lernen bis 65 finanziert wird. Können Sie das kurz erklären? Ja, das ist so, dass in Schweden hat ein sehr systemisch gestaltetes Bildungswesen. Da spielen die Hochschulen, die berufsbildenden Schulen im Anschluss an die allgemeinbildenden Schulen eine zentrale Rolle, auch für das lebenslange Lernen. Sie sind frei zugänglich. Das Hauptproblem, was ja eigentlich alle haben, ist, die Zeit zu investieren, den Produktionsausfall oder den Verdienstausfall. Und das geschieht dadurch, dass in Schweden, dass jeder Schwede einen Anspruch auf 158 Wochen quasi öffentlich finanziertes lebenslanges Lernen hat. Der Unterhalt wird in Höhe des Arbeitslosengeldes als Zuschuss gezahlt. Wenn der Bedarf darüber liegt, müssen die ein Darlehen aufnehmen, was auch die in der Regel tun. Die Zinsen sind subventioniert, sodass die Zinslast nicht so hoch ist. Das ist also ein, wie ich finde, vorbildliches System des lebenslangen Lernens bis zum 65. Lebensjahr. Wenn man das auf Deutschland übertragen würde, wie viel Prozent des BIP müsste man dafür ausgeben? Ja, ich schätze so 1,8 bis 2%. Das klingt relativ wenig, um sich gute Bildung Das zu leisten. stimmt, aber ich bin in der Meinung, dass es damit noch nicht getan ist, denn das haben wir heute, gestern, ich weiß das schon ganz lange, die Hochschulen sind grundsätzlich unterfinanziert. Also auch da müsste mehr getan werden. Also ich glaube, dass wir allein für das Bildungssystem, jetzt ohne Forschung und so weiter, mindestens 8% des Bruttoinlandsprodukts bereitstellen müssten, was wir nicht tun. Wir stellen gerade mal 5,3% bereit. Das ist unter dem OECD-Durchschnitt. Kanada liegt bei 7, USA liegt bei 7, Schweden liegt bei 6,7, glaube ich. Also es gibt andere Länder, die sich dort erheblich mehr leisten, aber nicht in dem Sinne leisten, was man sich nicht leisten kann, sondern leisten, was man sich leisten muss. Ich würde Ihnen einen Wunsch gewähren, im deutschen Bildungssystem etwas umzusetzen, ohne Diskussionen etwas zu verändern, was Sie gerne verändern möchten. Was wäre das? Also ich würde gerne verändern das Schulsystem. Und zwar in Richtung auf den Modellversuch, den der Deutsche Bildungsrat 1970 in seinem Bildungsratgutachten, in seinem Strukturplan des Bildungswesens vorgetragen hat. Wenn wir das damals schon umgesetzt hätten, wären wir heute schon viel weiter im Bildungssystem. Und das wäre schön, wenn wir das mal schaffen würden. Professor Tillmann, vielen Dank. Danke auch.